Nochmal Gratulation, dass es gelungen ist. Manche wissen, es war nicht so leicht. Also, dass das dann noch in der kurzen Zeit letztlich so toll hergebracht wurde. Also architektonisch super. Zweitens, es liegt super, offen, hier im 14. Bezirk gegenüber der Bevölkerung. Man kann da auch was anbieten. Drittens, die Kulinarik, die gleich angeboten wird, ist gut. Und viertens, ein super Werbeträger, das soll man ja mit bedenken. Olympische Spiele haben ja immer eine übergeordnete Bedeutung über den Sport hinaus, finde ich, weil ja sehr viele Nationen zusammenkommen. Das ist ja auch die Idee bei allem Wettbewerb, das Zusammenhalten und Zusammensein. Dieser Gedanke geht eben danach vom Sport aus. Das finde ich schon wichtig in Zeiten wie diesen. Auch für die Fachverbände, wo ja die Athletinnen und Athleten an die Spitze gebracht werden sollen. Das wissen ja Sie als Olympisches Komitee am besten, aus diesen Kooperationen schon sehr viel hervorgehen kann. Und für das kleine Land Österreich ist da ganz schön viel gelungen, nämlich gerade auch im Sommersport. Dann könnte man auch das Motto nochmal sagen, hey, wir haben dafür keine Zeit zu verlieren, aber Chancen zu gewinnen, vielleicht sogar ein paar Medaillen.